Boah. Hi, liebe Leute. Heute wieder ein Video auf Biken TV. Ja, und anschließend an das No-Go-Tipps-Video für Anfänger. Wir sind hier noch unterwegs mit den Einsteiger-Hardtails von Thorsten Krix, der Geräteprofi und ich. Ja, und ich würde sagen, was ich so sehr gerne verbreiten möchte, der Top-Fehler in Sachen Ergonomie, an der so viele Probleme macht, Schmerzen, unangenehme Sachen am Körper, dass wir den mal berichtigen und gerne heute mal mit einem Bike, mit einem längeren Vorbau, einer älteren Geometrie, dass ihr wisst, es geht, liegt nicht an meinen Rädern, die so ein bisschen entspannter sind von der Sitzposition, sondern das kann man wirklich auch auf sportlichere Mountainbikes übertragen. Zieht euch das mal rein. Ja, und es ist auch keine Raketenwissenschaft. Ihr habt das von mir wahrscheinlich schon in manchen Videos gehört. Ihr kennt ja das Thema, wie ist das mit dem Druck am Lenker? Und beim Thema im Sitzen fahren, Strecke machen, ist es wirklich so, dass ganz viele Leute, ich zeige das jetzt mal, wenn die dann Strecke machen, sitzen die so auf dem Fahrrad und auf einmal fällt ein Teil des Körpergewichts auf den Lenker. Das heißt, man kriegt hier Druck in der Hand, Druck auf den Griff, Spannung in den Arm, Spannung, die hier hochzieht bis hier hinten rein. Ja, fahr mal eine Länge Fahrradtour, dann kriegst du hier Verspannung, bist immer so, oh, unangenehm. Wenn du hier einen kleinen Knick im Handgelenk hast, dann schlafen dir die Finger ein. Dann kannst du dir ergonomische Griffe kaufen, Handschuhe, die gegen einschlafende Finger sein sollen. Es gibt tausend Sachen, aber du musst das Problem ja an der Wurzel packen. Und das ist das Problem, dass du nämlich Gewicht auf den Lenker hast. Und ich gebe immer das gerne als Beispiel, setz dich mal an den Schreibtisch, wenn du deine Steuer machst oder so, und stütz dich mal gerne ein, zwei Stunden mit so leichtem Druck auf die Tischkante. Würde kein Mensch machen, weil es so unangenehm ist, verspannt. Ja, beim Fahrrad machen es aber die meisten. Und haben so viele Probleme, ich sehe das auch immer in den Facebook-Gruppen und im Mountainbike-Forum. Deswegen möchte ich jetzt mal zeigen, wie ihr das Problem in den Griff kriegt. Natürlich kann man das Cockpit ändern, aber wenn ihr so ein bisschen gerne sportlicher, windschnittiger sitzt, auch so funktioniert es. Ich habe jetzt Druck am Lenker. Kaum sichtbar, aber deutlich spürbar. Wenn ich das jetzt lange machen würde, dann würde ich vielleicht Handgelenkschmerzen kriegen, Verspannung, sehr unangenehm. Jetzt mache ich eine kleine Wende. Schaut euch das mal an. Jetzt habe ich immer noch den Druck am Lenker und ich zähle bis drei. Und bei drei nehme ich mal den Druck weg vom Lenker. Eins, zwei, drei. Kaum sichtbar, aber schaut mal, ich kann die Hand wegnehmen. Das heißt, ich komme wieder rüber zu euch. Ohne dass ich meine Position verändert habe, habe ich den Druck weggenommen vom Lenker, mehr auf den Sattel. Und wenn ihr halt schön in die Pedale tritt, ist natürlich ein Teil des Gewichts auch immer auf den Pedalen. Ja. Und das ist jetzt das Wichtige, dann werdet ihr nämlich anstatt dieser Muskulatur, Armmuskulatur, Nacken, Rücken hier oben, habt ihr mehr die Rumpfmuskulatur aktiviert. Das passiert von alleine. Wie könnt ihr das machen? Ihr sitzt jetzt auf eurem Fahrrad, merkt, ihr habt Druck am Lenker, ist unangenehm. Dann fangt ihr mal an, die Hand so aufzumachen, die Hand aufzumachen oder vielleicht mal eine Hand so kurz wegzunehmen. Und dann werdet ihr merken, automatisch wird dann der Druck weggehen. Wenn ihr die Hand wegnehmt, muss der Druck ja weg vom Lenker gehen. Und mehr auf den Po. Genau. Und dann werdet ihr merken, das funktioniert auch, wenn man hier einen längeren Vorbau hat und etwas sportlicher sitzt. Nicht nur, wie gesagt, bei meinen Fahrrädern. Ich habe mir das ein bisschen höher gemacht mit Spacern. Oder ich habe einen Lenker mit mehr Rise oder mehr Backsweep. Das sind gute Dinge, die könnt ihr auch machen. Aber das Wichtigste, bevor ihr tausend Sachen grifft und alles immer zehnmal ausprobiert und wechselt, versucht das mal, nimmt mal den Druck weg. Natürlich gehört auch dazu, zu sagen, auf langen Touren häufig mal aus dem Sattel gehen, im Liegetritt fahren, auch wenn man pedaliert. Immer mal die Monotonie unterbrechen und nicht immer nur in einer Position auf dem Rad sitzen. Genau. Ja, ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Probleme mit diesen einschlafenden Fingern, Handgelenkschmerzen? Habt ihr Nackenverspannung? Wie ist es mit eurer Geometrie am Rad? Sitzt ihr eher etwas länger oder habt ihr eine starke Sattelüberhöhung, ist der Sattel viel höher als euer Lenker. Und natürlich könntet ihr dann ein bisschen das Cockpit höher holen. Das sind jetzt meine Tipps dazu. Also, nehmt den Druck weg vom Lenker auf den Allerwertesten, auf den Sattel. Und dann werdet ihr merken, vielleicht müsst ihr noch mal einen anderen Sattel holen, wenn der Sattel nur so semi passt. Ihr braucht einen, der richtig gut passt. Genau, und dann ist es auch kein Schwarz oder Weiß. Ich sage jetzt nicht, dass man nie im Leben ein bisschen Druck hier spürt. Aber ich würde wirklich euch raten, nehmt den Druck weg vom Lenker. Und dann werdet ihr beschwerdefreier auf eure Mountainbike-Touren gehen.
Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.